Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier und auch im Netz. Und es gibt ja auch in der Tat einiges zu besprechen, glaube ich, nach 10 Monaten Amtszeit und insbesondere nach den letzten 4 Wochen, glaube ich, besteht Gesprächsbedarf. Ich habe ja gesagt, in Doha beim Abflug, der ja leider viel zu früh stattgefunden hat, am vorletzten Freitag, dass ich diesen Prozess, einen Prozess einleiten möchte, ein Verfahren, wie ich gesagt habe, das ich aufsetzen möchte. Und das habe ich auch in den letzten 10 Tagen gemacht, in vielen, vielen Gesprächen. Und ich habe auch gesagt, dass ich keine Wasserstandsmeldungen abgebe, sondern dann auf Sie zukomme, wenn es Ergebnisse gibt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt, zumindest was das Thema Katar und die Folgen betrifft. Aber natürlich will ich insgesamt noch mal einen Blick werfen auf die vergangenen 10 Monate. Sie wissen, ich bin am 11. März gewählt worden. Und da gab es nicht nur Katar, da gab es auch viele andere Themen, auf die ich kurz eingehen möchte. Und aber beginnen möchte ich in der Tat mit den Ereignissen der letzten Wochen. Sie wissen, dass ich auf dem Flughafen in Katar angekündigt habe, dass ich ein Gespräch führen werde mit Hansi Flick und Oliver Bierhoff. Das war sozusagen das waren die ersten Ansprechpartner für mich und auch für Aki Watzke nach diesem Turnier und nach diesem Ausscheiden. Und diese Gespräche haben dann auch sehr zeitnah, nämlich an dem Wochenende haben wir schon miteinander telefoniert, haben dann einen Termin abgemacht für vergangenen Mittwoch. Und Sie kennen die Ergebnisse. Über das Wochenende gab es Gespräche mit Oliver Bierhoff, die dann dazu geführt haben, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben von Oliver Bierhoff. Und ich möchte hier auch noch mal sagen, dass diese Trennung so verlaufen ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Wir haben sehr, sehr gute Gespräche geführt, mehrfach telefoniert, auch im Nachgang wieder telefoniert. Wir alle wissen, was Oliver Bierhoff geleistet hat für den DFB in den vergangenen 18 Jahren. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet für die Räumlichkeiten, in denen wir hier sitzen. Das war seine Idee, das geht maßgeblich auf ihn zurück. Er hat große Erfolge auch im Fußball und für die Fußballentwicklung, glaube ich, zu verantworten. Und das weiß er auch. Er weiß auch, dass ich das so sehe. Und er ist für mich auch nach wie vor jemand, der ein Ansprechpartner für mich. Das bleibt er. Das haben wir auch so verabredet. Und insofern glaube ich, ist das ein Verhältnis, was nicht sozusagen jetzt, wo es einen Bruch gibt, würde ich sagen, sondern wo wir uns, glaube ich, weiter gut miteinander verständigen können. Sie alle wissen auch, dass es dann am Mittwoch das Gespräch gab mit Hansi Flick. Auch da ist das Ergebnis bekannt. Ich muss sagen, es wurde ja dann, nachdem ich das Statement in Katar abgegeben habe, gesagt, Neuendorf bestellt Flick zum Rapport oder Krisensitzung oder keine Jobgarantie für. Das waren die Dinge, die man lesen konnte, die da auch ein bisschen reingedichtet wurden. Ich kann hier nur wiederholen, was Aki Watzke auch gesagt hat, wenn ich sage, wir setzen uns zusammen, um über die letzten Wochen zu sprechen und über das Abschneiden bei dem Turnier und wir sagen, wir brauchen hier eine Analyse, dann ist das nicht gleichbedeutend damit, dass ich eine Person zur Disposition stelle. Das wollte ich ganz klar hier auch noch mal sagen, weil das, was ich wenige Tage vor dem Turnier und auch vor dem Turnier immer wieder gesagt habe, dass ich volles Vertrauen in das Trainerteam habe um Hansi Flick, dass er ein hervorragender Trainer ist, dass er die Mannschaft erreicht, dass er ein Gespür hat und von der Ansprache her, glaube ich, jemand ist, der sehr, sehr wichtig ist für dieses Team. Davon habe ich nichts zurückzunehmen. Das hat sich in dem Gespräch auch, finde ich, nochmals bewahrheitet, dass er ein hohes Verantwortungsbewusstsein hat,
Wir haben, glaube ich, in diesem Gespräch die Energie gespürt von ihm, dass er unter allen Umständen diese Europameisterschaft im eigenen Land 2024 erfolgreich gestalten will, dass er große Lust verspürt, das zu tun und dass ihn dieses Ausscheiden vermutlich selbst am allermeisten ärgert. Und insofern war der Eindruck, dass Hansi Flick der richtige Mann ist an dieser Position. Und das will ich hier nochmal ausdrücklich unterstreichen. Wir haben natürlich, ohne hier ins Detail zu gehen, weil es war ein vertrauliches Gespräch, über das Turnier gesprochen mit all seinen Facetten. Hansi Flick wird das fortsetzen mit seinem Trainerteam und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wie geht es jetzt weiter? Ich hatte ja gesagt, geordnetes Verfahren. Dazu gehörten diese Gespräche mit den beiden Protagonisten im sportlichen Bereich. Dazu gehörten auch Gespräche, die nötig sind in einem Verband, wie der DFB es ist. Wir sind kein Verband, wo eine Person alles entscheidet, sondern wo man Mehrheiten braucht. Und diese Mehrheiten, die bilden sich ab in den Gremien, die wir haben. Also gab es in der letzten Woche nicht nur Gespräche mit Hansi Flick und Oliver Bierhoff, sondern auch Gespräche und Sitzungen mit dem Vorstand des DFB, mit dem Präsidium des DFB, mit dem Aufsichtsrat der DFB, GmbH und Co. KG. Das sind wichtige Ansprechpartner für mich, weil sie am Ende des Tages, egal was wir entscheiden und egal welchen Weg wir einschlagen, dass man tunlichst und sehr gut daran tut, wenn man diese Menschen mitnimmt, wenn man sagt, wie man das Turnier selbst beurteilt, wie man es gesehen hat und wie man gedenkt, weiter vorzugehen. Und dass man sie im Rücken hat und weiß, das wird unterstützt und dafür gibt es Zuspruch. Das war mir deshalb ganz wichtig und das gehört für mich als Punkt 2 neben den Gesprächen, wie gesagt, mit Bierhoff Flick dazu auch, dass ich diese Gremien einbinde. Das habe ich als nächstes getan. Viele Gespräche dazu geführt. Und natürlich gibt es viele Gespräche, die geführt werden müssen mit Menschen, die viel Erfahrung haben im Fußball, rund um den Fußball, die vielleicht aktuell nicht im DFB aktiv sind, die aber immer aktiv waren im DFB, die über eine Menge Sachverstand verfügen, was den ganzen Fußballbereich betrifft. Und auch das hat stattgefunden in der letzten Woche auf vielfältige Art und Weise. Daraus sind dann aktuell aus diesen vielen Gesprächen, insbesondere mit diesen Experten und auch mit den Gremien, mit denen ich dann auch dann entsprechend den Zuspruch bekommen habe, mehrere Dinge entstanden. Das erste ist, dass wir klipp und klar gesagt haben, und das wiederhole ich hier gerne, bei allem Verständnis für Tempo geht es jetzt darum, kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen, nichts zu überstürzen. Das ist eine Herangehensweise, die ich ohnehin schätze. Und deshalb glaube ich, tue mir gut daran, zu überlegen, was jetzt geschehen muss. Erste Überlegungen dazu haben stattgefunden. Und als ein Ergebnis der vielen Runden, die wir hatten, kann ich Ihnen sagen, dass wir Folgendes machen werden. Wir werden eine Arbeitsgruppe bilden, eine DFB-interne Arbeitsgruppe. Dieser Arbeitsgruppe werden angehören Alexander Werle als der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GmbH und Co. KG, die Generalsekretärin, der Schatzmeister, der Geschäftsführer, der Sprecher der Geschäftsführung der GmbH und Co. KG, Holger Blask, aber auch Philipp Lahm als zuständiger Turnierdirektor für die Euro und Celia Sasic in ihrer Rolle als Botschafterin für die Euro. Wir werden uns den gesamten Geschäftsbereich, den Oliver Bierhoff bisher zu verantworten hatte, genau anschauen. Oliver Bierhoff, das wissen Sie, hatte ein großes Portfolio. Er war nicht nur Direktor oder zuständig für die Nationalmannschaften, er war auch zuständig für die Akademie, er war aber auch klassisch zuständig für die Geschäftsführung dieses gesamten Bereiches. Das heißt für die mittelfristige Finanzplanung, für die Personalplanung und all diese Themen. Wir wollen uns in dieser gerade genannten Arbeitsgruppe
DFB-internen Arbeitsgruppe darüber unterhalten, ob diese Strukturen stimmig sind, ob wir hier nicht Schwerpunktbildungen brauchen, wie wir künftig diesen Bereich aufstellen müssen, um erfolgreich zu sein, in sportlicher Hinsicht, aber sicherlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo wir sagen, hier müssen wir selbstkritisch sein und schauen, war das, was aufgesetzt worden ist vor einem Jahr, Sie wissen, die GmbH und Co. KG existiert erst seit einem Jahr. Und als Geschäftsführer firmierte hier für diesen Bereich Oliver Bierhoff alleine und allein verantwortlich, ob das so haltbar ist. Darüber wollen wir selbstkritisch befinden in dieser Arbeitsgruppe DFB intern. Es wird darüber hinaus eine zweite Gruppe geben. Ich nenne das einen Beraterkreis. Und in diesem Beraterkreis wird es darum gehen, um die sportlichen Belange, um die sportliche Zukunft des DFB. Wie sind wir eigentlich aufgestellt, wenn wir uns Richtung 24 bewegen, vielleicht auch darüber hinaus? Was ist notwendig jetzt von der Besetzung, der Nachfolgebesetzung Oliver Bierhoff angefangen bis hin zum Thema Nachwuchsförderung, Talentförderung? Das sind Themen, die uns auch beschäftigen müssen, denen wir uns widmen wollen mit dem entsprechenden Sachverstand. Für diese Arbeitsgruppe und für diese Beratergruppe habe ich letzte Woche viele Gespräche geführt und ich bin sehr dankbar, dass wir, glaube ich, eine Gruppe zusammenbekommen haben, die, was ihre Kompetenz, ihren Sachverstand betrifft, über alle Zweifel erhaben ist. Und ich möchte die Namen kurz nennen. Das sind Karl-Heinz Rummenigge, mit dem ich ein langes und gutes Gespräch geführt habe, nicht nur letzte Woche, sondern auch davor schon einen guten Kontakt hatte mit Rudi Völler, den ich gut kenne aus meiner Zeit als Verbandspräsident am Mittelrhein. Wir nehmen Oliver Kahn dazu, wir nehmen Matthias Sammer dazu, auch unbestritten, früher beim DFB, und Oliver Minzlaff, der ja der neue CEO von Red Bull ist. Ich glaube, das ist eine Runde, die sich sehr gut auskennt beim Thema Fußball, Männerfußball, Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass wir hier eine ganze Menge Impulse bekommen können. Und das ist neben der eigentlichen Arbeits-AG, die sich um die Strukturen kümmert, hier eine sehr kompetente Gruppe, glaube ich, die sich dann um einzig und allein um den sportlichen Bereich kümmern wird. Und natürlich wird es hier auch darum gehen, wie muss ein Profil aussehen einer Person, die Oliver Bierhoff nachfolgen kann. Was muss diese Person für Aufgaben haben, für Kompetenzen? Das sind Themen, die wir mit dieser Runde besprechen müssen. Zum Zeitplan kann ich nichts sagen, möchte ich auch nichts sagen, weil da gilt genau das, was ich die letzte Woche gemacht habe. Ich führe die Gespräche im Hintergrund und komme dann mit Ergebnissen auf Sie zu, wenn es sie gibt. Nur so viel, wir wollen vor Weihnachten noch eine erste Runde machen, sowohl mit der Arbeitsgruppe als auch mit dem Beraterkreis. Wir wollen uns sozusagen einen Fahrplan dann geben und die entsprechenden Fragestellungen nochmal genau betrachten und werden dann zu Beginn des Jahres aber intensiver wieder beginnen, miteinander zu beraten. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen jetzt diesen Schulterschluss. Dafür steht der Beraterkreis mit diesen herausragenden Persönlichkeiten. Und wir müssen jetzt die Kräfte bündeln Richtung Euro 24, weil das muss, denke ich, und das wollen wir alle, zu einem Erfolg werden. Lassen Sie mich kurz noch einige persönliche Bemerkungen machen zu dem Turnier in Katar. Die Hintergründe, glaube ich, insbesondere was das Thema der Binde betrifft, das Verhalten und das Auftreten der FIFA und das Ergebnis, was dann dazu führte, dass die Binde letztlich nicht getragen wurde, das habe ich versucht in Katar zu erläutern. Und das möchte ich hier eigentlich nicht nochmal en Detail wiederholen. Viele von Ihnen waren da oder einige.
Ich habe dort auch im Hintergrund versucht, die Dinge noch mal ein bisschen zu erläutern. Das hat mich insgesamt, diese ganze Situation, schon auch persönlich sehr beschäftigt. Im Katar selbst, aber auch im Nachgang. Man fragt sich, ist das die richtige Entscheidung gewesen, dass wir als Präsidenten der Europäer gesagt haben, wir nehmen die Binde vom Arm? Und ich habe viel darüber nachgedacht und komme aber eigentlich immer zu demselben Ergebnis. Ich glaube, man muss sich verdeutlichen, dass wir in Katar eben vor allen Dingen auch einen sportlichen Auftrag hatten, nämlich das war, ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen diesen sportlichen Erfolg nicht gefährden. Wir wollen einzelne Spieler oder die Mannschaft nicht gefährden. Und die Situation war so, dass es nicht auszuschließen war, dass Spieler oder die Mannschaft sportlich möglicherweise hätten sanktioniert werden können. Es ging nicht nur, wie ich bisweilen lesen kann, um gelbe Karten. Sie wissen, dass die FIFA bei den Engländern am Tag des Spiels, des ersten Spiels der Engländer, sozusagen vorstellig geworden ist und dort gesagt hat, man könne nicht ausschließen, dass es zu unlimited sanctions kommt, also unbegrenzte Sanktionen. Und wir mussten sehr, sehr schnell in dieser Situation entscheiden. Und ich glaube, im Nachgang hätten wir als Präsidenten vermutlich genauso entschieden, wie wir es da getan haben, bei aller Kritik, die wir dafür haben, geerntet haben. Dennoch, was habe ich gelernt aus dieser Situation? Das fragt man sich natürlich auch. Ich glaube nicht, dass ich künftig oder deutlich vor einem Turnier, sagen wir es so rum, dass ich deutlich vor einem Turnier, glaube ich, künftig hier für Klarheit sorgen würde. Wir haben die FIFA angeschrieben im September mit der Bitte, uns zu sagen, ob wir die Binde tragen dürfen oder nicht. Und wir sind trotz mehrfacher Nachfragen immer wieder vertröstet worden. Es gab keine verbindliche Zusage. Das Thema ist dann immer näher Richtung Turnier gelaufen, bis ins Turnier hineingetragen worden. Und aus heutiger Sicht und mit ein paar Tagen Abstand, muss ich sagen, hätte ich hier heute anders gehandelt. Ich glaube, wir hätten als Präsidenten der Europäer den direkten Draht zu Gianni Infantino suchen müssen. Wir hätten ihn aufsuchen müssen. Wir hätten ihm sagen müssen, wie ist die Haltung der FIFA? Kriegen wir eine verbindliche Aussage zu diesem Thema, ja oder nein? Das ist das, was ich, denke ich, heute anders machen würde. Und das ist mein Lerneffekt. Das ist mein Erkenntnisgewinn, wenn Sie so wollen. Und das sage ich so frei und offen, weil das ganze Thema einen natürlich schon nicht loslässt und sehr beschäftigt. Das ist das, was ich denke, ich heute aus heutiger Sicht korrigieren würde oder so nicht mehr handeln würde. Das Ganze wird dann vielleicht einfacher, wenn ich tatsächlich in den FIFA-Rat komme im März, dass man dann den direkten Draht dann auch hat und vielleicht solche Dinge dann auch direkt oder direkter, obwohl ich mehrfach ja mit Infantino gesprochen hatte, dann auch vor Doha dann klären kann. Trotzdem will ich auch sagen, dass nicht alles, was wir im Vorfeld Richtung Doha, Richtung Katar gesagt haben, von vornherein falsch war. Wir haben, Sie wissen, es waren immer zwei zentrale Forderungen, dass wir gesagt haben, wir wollen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim Bau der Stadien, die beim Bau der Infrastruktur in irgendeiner Form verletzt oder gar getötet worden sind, dass die FIFA hier den Entschädigungsfonds einrichtet, zu dem sie sich ja selber verpflichtet. Und wir haben auch gesagt, die Migration Working Centers in Doha sollten eingerichtet werden, an die sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wenden können, wenn sie Probleme haben, wenn es Themen gibt, die ihnen auf den Nägeln brennen und wo sie Unterstützung brauchen. Beides, wenn Sie sich diese denkwürdige Pressekonferenz von Gianni Infantino zu Beginn des Turniers in Erinnerung rufen, das ist leider ein bisschen untergegangen wegen der Binde, hat die FIFA aufgegriffen. Die FIFA hat
Unterstützung zugesagt für die Einrichtung eines dauerhaften Büros der Internationalen Arbeitsorganisation in Doha, unterstützt von internationalen Gewerkschaften, als Anlaufpunkt für Arbeitsmigranten. Die FIFA hat zugesagt, eine Einführung eines effektiven Systems für Entschädigungszahlungen. Das sind zentrale Aussagen gewesen von Gianni Infantino während seiner Pressekonferenz. Und ich glaube schon, dass man hier sagen kann, das hätte sicherlich so nicht stattgefunden, wenn wir nicht als Europäer, als europäische Verbände, als teilnehmende Verbände, aber auch einige auch darüber hinaus immer wieder hier mit Nachdruck dafür geworben hätten, dass das passieren soll. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen bei diesen ganzen Themen, die wir rund um die Binde erlebt haben. Also hier glaube ich schon, dass es einen gewissen Fortschritt gibt. Wir werden genau hinschauen, ob diese Dinge, die angekündigt worden sind, jetzt auch implementiert werden. Steffen Simon hat es angesprochen zu Beginn. Es waren nicht nur Katar und die letzten 3 oder 4 Wochen der Amtszeit, sondern der 11. März ist jetzt ziemlich genau 10 Monate her. Und ich würde auch insgesamt noch mal schauen auf diese ganze Zeit. Wenn wir uns ein Jahr zurückversetzen und auf den DFB schauen und auf ihre Berichterstattung, da ging es ja meistens bei uns um Razzien und um Hausdurchsuchungen und um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, um große Unruhe im Verband, um ein Gegeneinander der Liga gegen die DFB-Führung. Und von all dem haben wir in den letzten 10 Monaten nichts gehört, nichts gelesen. Es hat sich zumindest so nicht fortgesetzt. Und ich glaube schon, dass das ein ganz großer Erfolg ist. Ich habe eben gesagt, wir brauchen jetzt den Schulterschluss und die Geschlossenheit im Fußball. Aki Watzke hat es auch noch mal gesagt während seiner Pressekonferenz, dass es für ihn nur einen Fußball gibt. Und ich glaube, das haben wir in den letzten 10 Monaten, glaube ich, sehr gut gelebt und vorgelebt, was die Liga betrifft, was den DFB betrifft. Das sind, glaube ich, Dinge, die man nicht kleinreden darf und die solides Arbeiten eigentlich erst ermöglichen, dass wir diese Stabilität hergestellt haben zwischen DFL, zwischen DFB und, glaube ich, insgesamt auch, was das Empfinden auch hier im Haus betrifft, wie der DFB sich gibt, wie er auftritt und wie die Ansprache hier an die Menschen im Haus ist und auch darüber hinaus. Das ist mir wichtig. Wir haben klare Positionen bezogen. Ich habe auch in meiner Anfangsrede gesagt, Eingangsrede am 11. März und Bewerbungsrede, dass die Beziehungen zur Politik sich verbessern müssen. Wir waren eigentlich im politischen Raum, und das merke ich ja insbesondere jetzt, wo ich die Gespräche alle geführt habe, auch wegen des schlechten Rufs, glaube ich, nicht mehr wirklich in der Lage, auch politische Forderungen zu stellen oder sie gar durchzusetzen. Es hat in den letzten 10 Monaten eine Fülle von Gesprächen gegeben mit Vertretern der Bundesregierung, mit Vertretern der Opposition, wohlgemerkt, mit Ministerpräsidenten, mit dem Sportausschuss des Bundestages und darüber hinaus vielen Interessengruppen. Und das waren nicht nur diese Gespräche, sondern da ging es auch konkret um Inhalte. Ich darf hier nochmal daran erinnern, das wurde berichtet, aber für meine Begriffe vielleicht etwas so, dass man sagt, die Bedeutung, die ist, glaube ich, nicht ganz gering zu schätzen, dass wir es geschafft haben zum ersten Mal, dass der Sport unter diesen Schutzschirm gekommen ist, was Gas- und Energiepreise betrifft, das unsere Vereine betrifft. Wir reden ja oder haben eingangs geredet über eine Weltmeisterschaft und über Profifußball und über viele Bereiche, wie können wir unsere Nationalmannschaft besser aufstellen. Aber natürlich geht es uns im DFB auch um 25.000 Vereine darüber hinaus. An dieser Stelle verlassen wir die DFB-Pressekonferenz mit Bernd Neuendorf, der persönlich Konsequenzen zieht, im Sinne von persönlich was gelernt hat aus dieser ganzen One-Love-Armbinden-Geschichte. Ansonsten, eine Arbeitsgruppe soll es jetzt reißen und vor allen Dingen einen Beraterkreis. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach.
indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.